Hallo und willkommen zum zweiten Teil unserer Einheit 1850 Training at Home. Ich bin nach wie vor Pierre, das ist nach wie vor Tim. Wir wollen jetzt mit dir in die zweite Einheit starten und was du dafür brauchst, das zeigt euch der Tim jetzt kurz. Und zwar brauchst du halt vor allen Dingen einen Partner oder eine Partnerin. Das ist ganz wichtig. Ja, sonst funktioniert das nachher nicht so gut. Deswegen gleich jemanden suchen, der das mit dir machen kann. Okay, außerdem benötigst du deinen Handball wieder. Ja, den brauchen wir meistens. Einen Luftballon oder es kann auch eine Schaumstoffpommes oder ähnliches sein, wo du später gegenschlagen kannst. Und zu guter Letzt noch eine kleine Erhöhung. Wir haben da unseren Kasten, den braucht der Tim jetzt nicht hochheben. Oder es kann sich auch deine Partnerin oder dein Partner auf einen Stuhl stellen oder irgendeine Erhöhung, wo sie oder er dir nachher etwas anreichen bzw. hochhalten muss, sodass du dagegen schlagen kannst. Jetzt kannst du kurz pausieren, dir die Materialien besorgen und dann wollen wir auch direkt loslegen. Okay, viel Spaß! Ich hoffe, du bist bereit. Wir sind auf jeden Fall bereit. Wir fangen heute etwas anders an, als du das vielleicht gewohnt bist. Und zwar nehmen wir den Ball halt nicht in die Hand, sondern heute ausnahmsweise mal an den Fuß. Ja, du nimmst dir ein kleines Spielfeld, das kann dein Raum sein, dein Zimmer oder ein Feld, was du dir ausdenkst oder vorher abklebst, wie wir das hier gemacht haben. Ist aber auch gar nicht so wild, wenn du mal über die Linie rausgehst. Und du bewegst dich mit dem Ball am Fuß erstmal frei durch dein Spielfeld. Auf geht's hin. Wie ein Fußballer am Dribbeln. Sehr schön. Genau, versuchst im Feld zu bleiben. Wenn er mal rausrollt, gar nicht schlimm. Und wieder drehen, wenn du am Ende des Kästchens angekommen bist. Sehr gut. Okay. Wenn du ein bisschen das Gefühl für den Ball entwickelt hast, gibt es die erste Aufgabe von mir. Und zwar berührst du den Ball jetzt nur noch mit deiner Fußsohle. Im Raum nur noch mit der Fußsohle. Nur noch von unten mit rechts und links. Genau. Nur noch mit der Fußsohle. Vorwärts, rückwärts. Kannst du ausprobieren. Immer von oben drauf. Immer von oben drauf. Genau. Jawohl. So soll es aussehen. Ah, der Tim spielt in der großen Pause auf Fußball. Das sieht man. Sehr schön. Okay, neue Aufgabe. Du dribbelst jetzt nur noch mit einem Bein. Nimmst erstmal dein etwas stärkeres Bein, mit dem du vielleicht auch schießen würdest, wenn du Fußball spielst, und machst das Ganze nur mit einem Fuß. Nur mit einem Fuß. Ah, nicht so schnell, Tim. Aus deiner Kraft. Nur mit einem Fuß. Viele kleine Kontakte. Gar nicht so viel schießen, viele kleine. Oh, der war zu weit. Viele kleine, vorsichtige. Sehr gut. Dann wechseln wir den Fuß. Gehst du auf den anderen Fuß. Sicher etwas schwieriger, mach es etwas langsamer. Ja, es geht nicht auf Geschwindigkeit, es geht auf Qualität der Ausführung. Okay. Dann stelle ich dir jetzt frei, wie du die Übung im weiteren Verlauf machst, ob du das nur mit der Fußsohle machst und nur mit dem starken Bein und mit dem schwächeren Bein oder mit beiden wechselst, das ist dir jetzt freigestellt. Zusätzlich gebe ich dir jetzt Aufgaben oder dem Tim jetzt auch Aufgaben rein, die er erfüllen muss. Beispielsweise eine Liegestütz oder ein Hockstrecksprung oder was auch immer. Ja? Da gebe ich verschiedenste Aufgaben. Ich rufe dann immer einmal Stopp. Dann ist deine Aufgabe, den Ball zu stoppen. Und je nach Aufgabe achtest du auch zu Hause und der Tim hier darauf, dass du, wenn du beispielsweise springen musst, nicht auf dem Ball landest. Dann kannst du gerne zwei, drei Schritte vom Ball weggehen, dass der Ball sicher an der Seite liegt. Und dann machst du deine Ausführung deiner Aufgabe. Dann gehst du wieder zum Ball und dribbelst einfach weiter. Okay, auf geht's. Einmal dribbeln. Kurz stopp. Hockstrecksprung und weiter drücken. Stopp. Einmal hinsetzen, wieder aufstehen und weiter drücken. Sehr gut. Stopp. Einmal ins Feld wieder rein. Fünf Hampelmänner. Eins, zwei, drei, vier.
Stopp! Eine Liegestütz. So gut du sie kannst. Boah, hervorragend. Jawohl, super. Klasse Liegestütz. Und weiter. Stopp! Einmal auf den Rücken legen und danach wieder aufstehen. Zack, und wieder hoch. Und weiter drüber. Ja, der Tim hat hier relativ viel Bewegungsraum. Mach ich weiter. Schau bitte zu Hause, dass du nicht voll gegen die Schrankwand läufst oder ähnliches, ja? Frag da vorher lieber deine Mama oder deinen Papa, ob das in Ordnung ist, wenn du hier ein bisschen mit dem Fußball spielst, ja? Ansonsten gerne auch draußen machen oder, falls du die Möglichkeit hast, das in so einer tollen Halle wie wir zu machen, dann gerne auch da. Einmal Stopp, eine Liegestütz nochmal. Ihr habt mir gut gefallen. Jo, super, klasse. Falls du zu Hause keine Liegestütze machst, kannst du gerne auch einen Sit-Up machen oder einen Hocksprechsprung als Alternative. Und Stopp! Nochmal 5 einbeinige Sprünge. Welches Bein ist egal? 1, 2, 3, 4, 5 und weiter geht's. Und Stopp! Jetzt auf dem anderen Bein. Hast du es dir gemerkt? 1, 2, 3, 4, 5 und weiter geht's. Und Stopp! Zum Abschluss nochmal 5 Hampelmänner. Hampelmänner, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Da haben wir uns wieder ein bisschen knackig erwärmt, ein bisschen was Koordinatives gemacht. Können wir direkt zur nächsten Übung übergehen. Und zwar ist die nächste Übung an einer Wand oder an einer Tür oder was du alternativ zu Hause hast. Klär das bitte vorher mit deinen Eltern ab, was der deine Eltern erlauben, was für Möglichkeiten du hast. Du kannst natürlich gerne auch eine Matratze aufstellen oder ein Handtuch an eine Wäscheleine hängen oder du nimmst anstatt eines Balles einen weichen Ball oder sogar einen Sockenknäuel oder ähnliches. Das funktioniert genauso gut. Ja, da bist du ganz frei. Oder ein Handtuch, was du zusammenknotest oder irgendein anderes Wäschestück. Wir stellen uns, wie wir es hier jetzt die Möglichkeit haben, an unsere Wand und deine Aufgabe ist es, den Ball einmal tippen zu lassen und ihn dann, wie beim Unterhandaufschlag beim Tennis, ja, feste gegen deine Wand, in dem Fall unsere Matte, zu schlagen. Der Tim macht es einmal vor, es kann sein, dass wir gleich die beste Perspektive auch wechseln. Okay, kurz Stopp. Du brauchst den Ball gar nicht so hoch anwerfen, Tim, ne? Auch von zu Hause, der braucht nicht bis zur Decke fliegen vorher. Man muss auf jeden Fall auf einer Höhe zurückkommen, dass du ihn locker annehmen kannst. Und jetzt versuchen wir mal darauf zu achten, dass wenn wir beim Schlagen, dass wir wirklich aus der Rotation kommen und dann mal wirklich mit Kraft alles reinlegen. Dass wir richtig feste Gegenschlagen, okay? Auf geht's. Sehr gut, den ganzen Körper mitnehmen. Nicht nur auf dem Arm arbeiten, genau. Eine schöne Oberkörperdrehung. Wenn dir die Hand wehtut, gerne auch mal auf die linke Hand wechseln. Kann nicht stimmen. Warum es dem Tim, kurz Stopp, gerade so schwer gefallen ist, mit der linken Hand zu schlagen, lag ganz allein an dem Punkt, dass er gerade das linke Bein vorne hat und mit links schlagen wollte. Das funktioniert relativ schlecht. Genau wie beim Werfen, achten wir drauf. Im ersten Durchgang hat er es sehr gut richtig gemacht. Ja, da hat er das linke Bein vorne gehabt und mit rechts geschlagen. Dass wir wirklich den Oberkörper drehen, die Gegenschulter nach vorne nehmen und dann wirklich gegen den Ball schlagen. Also rechtes Bein nach vorne, jetzt damit es einfacher. Okay. Erstmal reinfinden. Wenn dir das an den Händen wehtut, kannst du natürlich das Ganze auch mit der Faust machen. Okay. Ja, jetzt wird es schon besser, ne? Super.
Sehr schön. Vier Stück noch, auf zu Hause, runter noch ein paar Durchgänge. Und der letzte. Sehr schön. Haben wir das geschafft? Wollen wir direkt schon zur nächsten Übung übergehen? Dafür müssen wir jetzt ein klein bisschen umbauen. Und zwar brauchen wir jetzt gleich die Kiste und den Luftballon oder einen Schaumstoffpommes oder ähnliches. Du kannst natürlich auch gegen die Hand deines Partners oder deiner Partnerin schlagen, den oder die du jetzt natürlich auch benötigst, wenn wir schon mal dabei sind. Wir bauen kurz um und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, dann wollen wir direkt weitermachen. Du siehst, wir haben ein wenig umgebaut. Wir haben jetzt eine Kiste, eine kleine Erhöhung. Wenn du noch nicht so groß bist und dein Partner oder deine Partnerin viel größer als du ist, dann geht das natürlich auch ohne Erhöhung. Der Tim ist schon sehr groß für sein Alter. Ich bin sehr klein für mein Alter. Dementsprechend stelle ich mich auf eine Kiste, bewaffnet mit einem Luftballon. Das kann natürlich auch die Hand sein, da wir es hier ein bisschen Corona-konform gestalten wollen oder möchten. Haben wir einen Luftballon, gegen den der Tim jetzt schlagen darf. Aufgabe ist es, der Tim läuft an. Wie viele Schritte Anlauf er benötigt, das hängt auch von den Platzqualitäten, die du zu Hause hast, ab. Das ist erstmal irrelevant. Und versucht, mit dem linken Bein wie beim Sprungwurf abzuspringen und mit der rechten Hand gegen den Luftballon zu schlagen. Okay, wir machen das einmal vor und kannst im zweiten Durchgang gerne einsteigen. Auf geht's. Sehr gut. Wieder auf die Startposition. Und los geht's. Sehr gut. Zu Hause gerne einsteigen jetzt. Super. Zu Hause könnt ihr auch dann gerne mal in der Höhe variieren, etwas höher gehen, ein bisschen herausfordern. Sehr gut. Der Zeitplan zurücknehmen, brauchst nicht im Dauerlauf zu machen. Sehr gut. Sehr gut, zwei Stück noch, dann wechseln wir die Seite. Super, und der letzte. Sehr schön. Dann einmal Seitenwechsel, Tim geht wieder auf seine Ausgangsposition. Ich baue einmal um, kurz verschnaufen. Geht nicht um Geschwindigkeit, geht hauptsächlich darum, dass du wirklich versuchst, den Arm lang zu machen, ja, und möglichst hoch zu springen und aus der Streckung am höchsten Punkt gegen den Luftballon erstmal zu schlagen. Perspektive ist gewechselt. Machen wir das Ganze natürlich mit der anderen Hand, dementsprechend auch mit dem anderen Bein bitte abspringen, ja? Also mit links gegenschlagen, also mit rechts abspringen. Auf geht's. Super. Muss kein Dauerlauf sein, Tim, nimm dir deine Zeit. Ich habe Geschwindigkeit. Gut, fünfmal noch. Super. Und der letzte. Sehr schön. Ist wahrscheinlich was anstrengender gewesen. Tim kann schnell was trinken gehen und dann sehen wir uns bei der gleichen ähnlichen Übung wieder. So, im nächsten Durchgang wollen wir das Ganze wieder gegen eine Wand machen. Ja, da wollen wir uns jetzt direkt mit dem Sprungwurf beschäftigen und versuchen das Ganze jetzt gegen die Wand auszuführen. Ja, dafür brauchst du deinen Handball wieder oder was du zu Hause hast, deinen Sockenknäuel. Und zwei Schritte Anlauf zu deiner Matte oder deiner Wand, deiner Tür, was du auch immer hast, deine Matratze, die du da vielleicht hingestellt hast, oder eine Isomatte, die du gegen die Tür gehängt hast oder in der Tür eingeklemmt hast. Und wir wollen das einfach mit zwei Schritten Anlauf jetzt üben, aus der Streckung, einmal gegen die
Matte zu werfen. Das heißt, du startest ungefähr hier, machst dann rechts, links und wirfst dann gegen die Matte. Mit dem falschen Fuß abgesprungen, aufpassen. Rechts, links und dann gegen die Matte. Rechts, links. Sehr gut. Versuch den Arm mal noch ein bisschen weiter hochzunehmen. Kannst dich da mal so ein bisschen ausprobieren. Den Arm noch was länger nehmen. Ist noch sehr eingeknickt. Jawohl, da kommt schon richtig was raus aus dem Wurfarm. Dann ist schon ein guter Sprungwurfwerfer. Sehr gut. Okay. Was wir auf unserer starken Seite trainieren, wollen wir natürlich auch auf unserer schwächeren Seite trainieren. Das hat auch einen positiven Trainingseffekt auf unsere stärkere Seite. Je besser wir mit links werfen können, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du auch mit rechts sehr gut werfen kannst und umgekehrt. Ja? Also einmal ausprobieren bitte. Jetzt ist der Anlauf natürlich wieder zwei Schritte. Diesmal links-rechts. Super. War nicht schlimm, wenn da mal nicht so gute Würfe dabei sind. Dafür üben wir es. Ja, der war schon besser. Wieder an den langen Arm denken, Oberkörper aufrecht. Sehr schön. Der Seite kannst du noch ein bisschen mehr darauf achten, dass du die Gegenschulter noch ein bisschen nach vorne nimmst. Gut. Arm noch länger. Wenn der Ball zu groß für dich ist, zu Hause auch, mach ich noch zwei, drei Durchgänge. Dann darfst du natürlich auch einen kleineren Ball nehmen. Bleib mal ein bisschen weiter im Feld noch drin, du bist dann maximal nicht weit. Okay, um jetzt nochmal ein bisschen unsere Wurfvariabilität reinzubringen. Ich möchte natürlich dir keinen Sprungwurf mit beiden Armen beibringen, aber um das auch mal gemacht zu haben und da mal reingeschnuppert zu haben, probieren wir das Ganze jetzt mit beiden Armen. Ja, du darfst am Anfang erstmal auch mit beiden Beinen abspringen. Okay, probier's mal aus. Machst einfach so ein bisschen Anlauf, bringst dann beiden Beinen ab und wirst einmal drauf. Ecke. Und dann da mal richtig Power hinterbringen. Sehr gut. Nicht so weit nach hinten kommen, maximal bis zur weißen Linie, nach vorne kannst du variieren. Gut. Zwei Stück, auf geht's. Und der letzte. Okay, super. Jetzt zum Abschluss machen wir das Ganze nochmal mit beiden Armen. Jetzt springst du allerdings immer abwechselnd mal mit links ab und mal mit rechts. Dreimal, oder machen wir viermal auf einer Seite, viermal auf der anderen. Also insgesamt nochmal 8 Würfe. Auf geht's. Beidbeinig. Dann ist es schon schwieriger, ne? Mit einem Bein dann abzuspringen. Sehr gut. War schon der dritte. Der erste nicht ganz perfekt war. Passiert zu Hause bestimmt auch. Waren vier, jetzt probierst du mit dem anderen Bein abzuspringen. Jetzt mit dem linken. Sehr gut. Sehr gut. Und der letzte nochmal schön über den Kopf nehmen. Nicht so schlimm, kann er liegen bleiben. Wir sind durchstehen. Komm nochmal in die Mitte. Passender letzter Wurf zum Abschluss des heutigen Trainings. Tim hat das wieder klasse gemacht. Ich bedanke mich bei dir, super mitgemacht. Zu Hause gerne noch weiter üben. Ja? Alternativ, wenn du diese Übung nicht machen kannst, einen Schaumstoffball oder irgendwelche weiche Teile nehmen, einen Sockenknäuel, ein T-Shirt, was du zusammenknüllst. Funktioniert genauso gut. Wichtiger ist die Technik als die Wurfhärte jetzt.
so wie es beim Tim der Fall war, der kann schon ordentlich Feste werfen, konnte sich hier schön austoben an der Matte. Wir sehen uns beim nächsten Training. Ich hoffe, du hattest Spaß und bleib bitte fit. Bis dann.